In einer fernen Zeit, in einem fernen Raum, der Planet Neu-Texas, ein Freiheitstraum. Das Land freier Menschen, so könnte es sein. Doch mischte sich immer auch Böses mit ein. Ein Mann des Gesetzes kam irgendwoher. Er hatte die Kraft wie ein Wolf und ein Bär. Beschützer der Schwachen, er trotzt jeder Gefahr. Der Hüter des Rechts, Marshall Brave Star. Vielleicht hätte Bravestar uns doch auf dieser Reise begleiten sollen. Die Prärie-Leute hier draußen sind so schüchtern. Ich kann nichts über ihr Leben berichten, wenn zu viele Leute mich begleiten. Der geächtete Howler ist hier draußen gesehen worden. Wenn er merkt, dass Bravestar in der Nähe ist, werde ich sein Foto nie bekommen. Wart ab, bis McBride merkt, dass sie ihm doch gefolgt sind. Ich sagte ihm, ich würde ihn nicht begleiten, aber nicht, dass ich ihm nicht folgen würde. Meine einzige Sorge ist, dass wir den weiten Weg umsonst gemacht haben. Hier draußen passiert ja sowieso kaum etwas. Was war denn das? Wenn mich nicht alles täuscht, meine Liebe, war das der Howler. Wunderbar. Material für die erste Seite. Komm mit, Paps, wir verschwinden von hier. Sprungreiter, fangt sie! Weg abschneiden! Wer ist denn das? Hallo, Jungs. Und ein herzliches Willkommen auch euch von Sarah Jane. Du müsstest Howler sein, hab schon von dir gehört. Dann weißt du ja auch, dass jeder, der in mein Gebiet eindringt, einen Preis zahlen muss. Selbst ein Galaxis-Marschall. Dies hier ist Prärie-Leute-Land und wir haben gehört, dass du sie ausraubst. Jeder muss Howler etwas bezahlen, selbst die Prärie-Leute. Das möchtest du wohl, Dingo, was? Komm, Paps, nehmen wir lieber Deckung. Die sollten reiten. Sarah Jane schickt sie auf einen langen Ritt. Ein Sprungreiter mit erfrorenen Füßen ist ein Sprungreiter, der nicht springen kann. Hier kommen noch mehr von den zweibeinigen Wüstenratten. Kräfte des Bären! Zug! Zurück in die Überfallhöhlen! Los, da ziehen Sie hin!
wie ein Haufen aufgeschreckter Sandhasen. Das wirst du mir büßen, Marshall. Beim nächsten Mal. Ajo! Ich meinte doch gesagt zu haben, dass wir auf dieser Reise keine Begleitung wünschen, Marshall. Habe diesen Kerl Howler schon die ganze Zeit gesucht. Nun, ich habe mich gefreut, dich und 30-30 zu sehen. Und wenn er es auch nicht zugeben will, mein Vater auch. Nun, nun. Ich bin Grimp, Bürgermeister des vergessenen Stammes. Vielen Dank, Marshall. Du treiben weg die bösen Dingos. Aber jetzt, sie kennen unseren geheimen Eingang. Nächstes Mal, Howler wird angreifen. Es wird kein nächstes Mal geben. Ich werde Howler und seine Gang verhaften. Und wer ist das? Das ist Wimble. Wimbles Eltern ganz weit weg. Prärie-Leute-Gesetz sagt, er wähle neue Eltern, bis richtige Eltern zurück sind. Er kann seine eigenen Eltern wählen. Komische Sitte. Wimble, dich wählen als neuen Daddy. Lass mein Bein los. Wir haben dich gewählt. Mich gewählt? Wozu? Als Schaukelpferd. Jemand muss das dem Kind erklären. Ich bin kein Schaukelpferdchen. Er hat dich gewählt als vorläufigen Vater. Ganz unmöglich. Ich bin nicht dazu geschaffen, jemandem ein Vater zu sein. Was gibt's denn da zu lachen, Marshall? Nun, eigentlich gar nichts. Kinderhüten ist eine ernste Sache. Das meine ich doch auch. Und ich will nichts damit zu tun haben. Tut mir leid, 30-30, aber wir befinden uns hier im Prärie-Leute-Gebiet und wir müssen hier ihre Gesetze anerkennen. Oh ja, nun, ich sehe zwar nicht wie, 30-30, sehr schlau, weiß alles. Lehrt Wimble. Nun aber doch nicht alles. Ich könnte dir einiges beibringen. Vielleicht wäre es ja gar nicht so schlimm. Nun, was sagen Sie denn da? Nun, ich denke, das Tier wird sich um den Präriejungen kümmern. Findet einen Weg, um das Kind zu entführen. Wir können es gebrauchen, um Brave Star dann eine Falle zu stellen. Und so spannt man, es gibt gut Acht. Oh, Wimble, aber auch eine wollen, bitte, bitte. Ja, wir werden sehen. Erst sieh mir mal zu. Oh, 30-30, ganz doll schießen. Ich gebe ja zu, du hast recht. Jetzt sieh mal gut hin, aber sei vorsichtig. Er hat recht, Wimble. Gewehre sind gefährlich. Ich muss schon sagen, ich wundere mich, Partner, dass du ihm das Gewehr erklärst und es ihm auch noch in die Hand gibst. Ich zeige ihm aber auch, wie man es nicht benutzen soll. Und nebenbei, Gewehre sind wichtig für New Texas. Verstand und Mut sind viel wichtiger. Gewehre soll man nur im Notfall gebrauchen. Ich dachte, du wolltest dich eigentlich um Wimble kümmern. Schluss jetzt, ich weiß, wie man sich um Leute kümmern muss. Da bin ich aber anderer Meinung. Hab mich lange genug um dich gekümmert. Lass uns jetzt nicht streiten, wir müssen schnell nach Fort Kerium zurück. Schaman, 30-30 und ich haben uns heute zum ersten Mal gestritten. Es ist einfach nicht richtig, mit meinem Big Partner zu streiten. Ich erinnere mich an eine Rauferei mit einem deiner Freunde, als du noch klein warst. Aber ich sage dir doch, es war ein Unglück. Ich wollte dich bestimmt nicht mit dem schwerkraftlosen Ball treffen. Ich glaub dir aber nicht, Denner. Du hast dich nie um irgendjemanden gekümmert. Nennst du mich etwa einen Lügner? Schaman, du wusstest, dass wir uns prügeln wollten? Ich spürte die Wut in deinen Gedanken. Du weißt doch, dass ich keine Prügeleien dulde. Und eine vollkommen sinnlose Prügelei, denn ich habe in Denners Gedanken gelesen. Er ist unschuldig. Es tut mir leid, ich sollte nicht so vorschnell urteilen. Nachdem die Sache mit Denner geregelt war, wurdet ihr bessere Freunde als vorher. Weil ihr euch viel besser verstanden habt. Ich meine, wenn Freunde nicht richtig streiten können, sind sie keine richtigen Freunde. Vielen Dank, Schaman. Oh,
Nun, hallo, 30-30. Hallo, Miss Jenny. Ich habe hier einen neuen Schüler für Ihre Schule. Dies hier ist Wimble. Oh, keine Schule für Wimble, bitte. Wimble bleiben bei dir, Vater. Vater. Es ist ein Wurm, mir sehr zugetan. Willkommen in unserer Schule, Wimble. Nun geh, mein Sohn. Ich hol dich nach der Schule wieder ab. Nun tu es für mich, bitte. Für 30-30, Wimble gehen Schule. Also Wimble geht jetzt in die Schule, gut. Jupp, und ich vermisse den kleinen Kerl. Partner, ich war vorhin ein bisschen grob zu dir und ich wollte eigentlich sagen, du bist der beste Partner, den ein Marshall haben kann. Oh Mann, steig schon auf. Ich hab heute schon genug Zeit mit Nettigkeiten vergeudet. Dann reiten wir doch los. Wir müssen Howler noch finden. Da reitet der Marshall. Jetzt kann er uns nicht mehr aufhalten. Komm, holen wir uns nun das Kind. Da ist 30-30s kleiner Freund. Den holen wir uns jetzt für Howler. Warte mal, ich habe eine viel bessere Idee. Warum sorgen wir nicht dafür, dass die Lehrerin ihn für uns aufliefert? Und da unser neuer Schüler aus der weiten Wüste kommt, machen wir heute unseren Schulausflug dahin. Wimble kann uns dann alles darüber erklären. Der? Was weiß der denn schon? Das ist doch nur ein komisch stotternder Wilder. Ihr seid komisch Sprechende. Ruhig, Wimble. Sie werden schon noch lernen, dich zu schätzen. Wenn ich das richtig einstelle, werden Sie keinen Treibstoff mehr haben, wenn Sie über Howlers Gebiet sind. Dann müssen Sie notlanden. In Ordnung, legt jetzt eure Sicherheitsgurte an. Kinder, es wird nicht mehr lange dauern, bis irgendwas... Und was ist mit dem Jetbus los? Wir verlieren Schubkraft. Wir müssen wohl notlanden. Keine Angst. Hat jeder seinen Sicherheitsgurt festgeschnallt? Empfange dein Notsignal. Es ist von Jenny. Empfange es jetzt auch. Ihr Jetbus ist notgelandet. Jenny an Fort Kering. Wir sind wohlbehalten gelandet. Kann mich jemand empfangen? Ihr Bravestar, empfange dich, Jenny. Freut mich, dass ihr okay seid. Gib mir deine Koordinaten. Verliere Kontakt. Meine Position ist 36 Alpha 18. Hab den Kontakt verloren. Den Rest ihres Standortes habe ich nicht mitgekriegt. Aber sie sind alle in Ordnung. Wegpartner, du reitest nach 36 Alpha 18. Such in dem Planquadrat. Das ist aber ein sehr großes Gebiet. Kann Tage dauern. Nein, ich gehe in die Stadt und hole den Hoovergleit. Ich untersuche dann alles aus der Luft. Bis später. Ein Powersprung gibt mir einen guten Vorsprung. Geschwindigkeit des Pumas. Wo sind wir denn jetzt? Die Computerkarte zeigt an, dass wir in der weiten Wüste nicht weit von Ambush Canyon sind, genau in der Mitte von Howlers Gebiet. Der Rauch müsste von dem Jetbus der Lehrerin stammen. Ja, genau da, wo wir sie haben wollten. Ich glaube, Fort Kerium liegt dort. Oh, nein! Fort Kerium liegt dort hinten. Ich weiß. Was weißt du denn schon davon? Wimble ganz viel durch Wüste gehen. Für lange Zeit.
Ich glaube, wir sollten Wimbel vertrauen. Er ist für die Wüste erzogen. Aber von Kerium viel zu weit. Wir gehen erst Prärieleute dort. Nur 30 Echomeilen. 30? Oh nein! Suchen wir Hilfe. Ich glaube nicht, dass sie wissen, wo wir sind. Sollten sie hierher kommen, können sie ja unseren Spuren folgen. Wimbel, führe uns. Ihr Hoover-Gleitmarschall. Der müsste mir genug Höhe geben, um Miss Jenny zu suchen. Oh, oh. Sieht nach Schwierigkeiten aus. Und der nächste Schuss wird nicht vorbeigehen. Du gibst schon dein Geld her. Geld muss verdient werden, Jungs. Gesetzesbrecher verdienen Gefängnis. Habt ihr doch gesagt, wir hätten das in der Stadt tun sollen, was Howler uns befohlen hat. Halt den Mund und schieß! Pass auf, Rudi! Denk auf! Marshall noch nicht fertig mit euch. Erzählt mir, was Howler vorhat, dann bekommt ihr eine Zelle in meinem Gefängnis. Aber wenn ihr nicht redet, werde ich dafür sorgen, dass ihr auf den Gefangenenplaneten kommt. Da wollt ihr doch nicht hin. Wir haben den Jetbus so hergerichtet, dass er in Howlers Gebiet notlanden musste. Dann dürfen wir keine Zeit verlieren. Mir ist so heiß. Ich habe solchen Durst. Tut mir leid, Judy. Wimbel dir Wasser zeigen? Oh ja, aber hier? Das muss wohl der trockenste Platz in der ganzen Galaxie sein. Du ganz falsch! Aber es könnte vergiftet sein. Nein, Miss Jenny. Wimbel kennen Pflanze gut. Dies Wasser ist Kaktuswasser. Und jetzt noch etwas zum Essen. Nein, die Pflanze ganz giftig. Nie essen Pflanze, die du nicht kennen. Himmel, du weißt hier über alles aber gut Bescheid. Wer ist das? Nun, Jungs, seht doch mal her! Fangt sie! Wagt es nicht, sie anzurühren! Wow! Das war aber gut! Schieß doch ein Netz über sie, Jungs! Sarah Jane hier mag Leute nicht ihre Freunde belästigen. Den Jungen noch ein Schritt näher und ich werde... Was wirst du tun? Juhu! Keine Zeit, um Reister noch eine Nachricht zu senden. Hoffe, er kommt bald. Ich glaube, ich habe Sarah Jane im Nordosten gehört. Kurs ändern! Hey, Putz warten! Komm schon, Brave Star! Umkreist sie! Oh nein, seht doch! Sie kommen aus allen Richtungen auf uns zu! Der Sprungreiterangriff war ja nur ein Trick! Jetzt hab ich euch! Alles, was du bekommen wirst, Howler, ist eine sehr lange Gefängnisstrafe. Reifstar, das wird aber auch Zeit! Sicher, Big Partner. Holen wir sie uns! Holt die Kinder! Gebraucht sie als Schild! Oh ja? Geschwindigkeit des Pumas! Die ganze Kegelbahn runter! Alle Neune! Problem mit Gesetzübertreter, alles eingewickelt. Nun, Kinder, was habt ihr heute gelernt? Ich habe gelernt, dass es unterschiedliche Menschen gibt. Und sie sind auf ihrem Gebiet alle gut.
wie Wimbel. Ja, ich glaube, man darf Menschen nicht beurteilen, bevor man sie nicht richtig kennt. Ja, stimmt. Und wenn man manchmal anderer Meinung ist, lernt man sie noch besser kennen. Und ich weiß, 30-30 wird ein sehr guter Vater werden. Ich mache das ja nur für eine kurze Zeit, bis er jemand anderen gefunden hat. Vielleicht in 20, 30 Jahren. Kommt rüber, Freunde, und setzt euch ans Feuer. Wisst ihr, Big Partner und ich hatten heute einen Streit. Zuerst war ich ja ganz schön traurig, denn 30-30 ist mein Freund. Schaman sagte, es ist nicht weiter schlimm, mit einem Freund eine Auseinandersetzung zu haben, wenn man die Meinung des Freundes respektiert. Erstens könnte er doch recht haben und zweitens, einen Freund zu haben, ist das Schönste auf der Welt. Besonders, wenn ich es bin.